Sind soziale Netze eigentlich gefährlich? Soziale Netze sind ja eigentlich nichts anderes auch als ein Abbild dieser Welt. In sozialen Netzen gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt und was es nicht auch in der realen Welt gibt. Trotzdem wird immer wieder gesagt, soziale Netze wären gerade für Kinder und Jugendliche gefährlich. Dabei ist es eigentlich was total Positives, denn soziale Netzwerke verbinden Menschen miteinander und sie ermöglichen, dass wir uns nicht nur räumlich vernetzen, sondern auch stärker themen- und interessenbezogen. Und das ist tatsächlich ein interessantes Novum. Denn bisher war es immer so, dass wenn Menschen sich sozial vernetzt haben, dann war das häufig von einer gewissen räumlichen Nähe abhängig. Das heißt also, man spielte in der Schule mit dem Nachbarsjungen oder die beste Freundin wohnte eine Straße weiter. Und das war eigentlich über Jahrhunderte war das so. Bis zu den sozialen Medien und den sozialen Netzen. Das heißt also, die es uns ermöglichen, jetzt nicht mehr nur raumbezogen uns zu vernetzen. Das können wir ja nach wie vor immer noch entsprechend mit dem Kollegen aus der Nachbarschaft ein Trinken gehen zum Beispiel. Aber die sozialen Netze und sozialen Netzwerke ermöglichen, dass sich Menschen auch zu bestimmten Themen, zu bestimmten Fragestellungen international, weltweit vernetzen können. Und das ist erstmal was total Positives. Was ist also das Problem mit den sozialen Medien und mit den sozialen Netzen? Oder was macht sie vielleicht für Kinder und Jugendliche gefährlich? Naja, tatsächlich auch die Tatsache, die ich anfangs sagte, dass es in sozialen Netzen nichts gibt, was es nicht gibt in der Realität. Und dass es bisher zumindest in dem Maße noch nicht gelungen ist, nicht umfänglich gelungen ist, die Netze so zu designen, dass, wie wir es in der Realität auch haben, dass es bestimmte Räume gibt, die für Kinder und Jugendliche einfach nicht zugänglich sind. Das wäre ein Problem. Ein anderes Problem ist tatsächlich so die Logik des Netzes und damit auch die Logik der sozialen Netze, der sozialen Medien. Nämlich interessant ist, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, wir nutzen das Netz ganz selbstverständlich und immer intensiver, aber keiner von uns zahlt etwas dafür. Das hat etwas mit der Geschichte zu tun. Ursprünglich war das Netz militärisch, aber dann war es eine lange Zeit lang von Universitäten, von Menschen getrieben, die sich miteinander austauschen wollten. Und da war wirklich ganz wesentlich, dass man diesen Austausch frei organisiert. Aber das ist bis heute so. Und interessant ist, dass sozusagen mit der Kommerzialisierung des Netzes, aber komischerweise keine Kommerzialisierung, wie wir sie kennen, stattgefunden hat, dass man nämlich dann für Dienstleistungen etwas bezahlt, sondern wir zahlen auf andere Art und Weise. Ich sage das gleich. Aber zunächst einmal ist das ja merkwürdig, weil man muss sich vorstellen, die Serverinfrastruktur, die Entwicklung solcher Systeme, auch soziale Netzwerke, das kostet natürlich Geld. Und dieses Geld muss irgendwo herkommen. Und es kommt durch Werbung. Und diese Werbung sorgt dafür, dass die sozialen Netze ihre Algorithmen so konzipieren, dass sie diejenigen, die ihnen Geld bringen, nämlich alle Nutzerinnen und Nutzer, möglichst lange in ihrem Netzwerk halten. Und das erzeugen sie mit diesen Algorithmen, die beispielsweise für jemanden, der bei YouTube sich ein süßes Katzenvideo anschaut, dann als nächster Vorschlag noch ein süßeres Katzenvideo bekommt, was dazu führt, dass
die Nutzerinnen und Nutzer, die dann entsprechend diese süßen Katzenvideos, Tutorials, wäre entsprechend dasselbe, oder auch ein nettes Vortragsvideo oder ähnliches, dass die Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange in dem sozialen Netzwerk gehalten werden, denn dann kann entsprechend der Betreiber des Netzwerks möglichst lange und möglichst viel an Werbung verdienen. Das ist die Idee dabei. Jetzt könnte man sagen, okay, was ist daran tragisch, wenn ich beispielsweise statt einen Vortrag mir an der Uni anzuhören, hier einen Vortrag mir bei YouTube anschaue? Eigentlich gar nichts, überhaupt nichts tragisch. Und das ist eine wunderbare Serviceleistung, das muss man auch erstmal sagen. Und damit sind wir wieder bei der Zweischneidigkeit der sozialen Netze. Was aber dann problematisch wird beispielsweise, wenn es eben nicht Inhalte sind, die problemlos geteilt und problemlos, zum Beispiel denke ich da an gewaltverherrlichende Videos. Denn es gilt natürlich das Gleiche wie bei dem Katzenvideo auch. Also wenn ich ein gewaltverherrlichendes Video sehe, dann bekomme ich als nächstes Video vorgeschlagen, ebenfalls ein gewaltverherrlichendes, vielleicht etwas noch krasseres Video. Und das hat YouTube unter anderem auch den Ruf eingebracht als den Radikalisierer. Und das ist natürlich die Schattenseite der sozialen Netzwerke. Und wenn man sich dann zurücklehnt, okay, was kann man dagegen tun? Die Logik kann man wahrscheinlich nicht ändern, denn diese Firmen werden natürlich weiterhin sich über Werbung finanzieren wollen. Was ich mich dann aber schon frage ist, warum nutzen wir eigentlich so ganz selbstverständlich das Netz, aber zahlen dafür nichts? Also wie könnte man beispielsweise, wie würde ein soziales Netzwerk aussehen, das alle Vorteile eines sozialen Netzwerks hat, aber ohne Werbung auskommt und dann entsprechend nicht mit solchen Tricks arbeiten muss? Das wäre doch mal ein Ansatz.